weiß, was vor Ort los ist. Ich weiß, dass es an allen Ecken und Kanten fehlt. Das Problem ist, das an die hohe Politik weiterzugeben und dass der ganze Behördenkopf sich mal ein bisschen entschrumpft. Weil es uns darum geht, dass wir der Meinung sind, und das haben wir hier an diesem Pult, auch in der Öffentlichkeit des Öfteren gesagt, dass das Ehrenamt im Moment die Landesregierung rettet, davor völlig unterzugehen in der aktuellen Flüchtlingssituation. Und dafür erstmal meinen herzlichen Dank. Ich finde es schön, dass auch so viele Leute gerade gekommen sind. Was schade ist natürlich, wie immer, keine anderen Fraktionen, das Thema halt im Landtag auch einfach von keiner anderen Fraktion außer den Piraten so angesprochen wird und so thematisiert wird und so Anträge reingebracht werden. Und nicht nur hier, sondern auch in den kommunalen Räten in ganz NRW. Ohne Witz, ich hätte nicht gedacht, dass sich so viele Leute sich wirklich mit Herz dafür interessieren, ne? Mit den Leuten am besten Internet. Plattformen anbieten, wo sie sich alle austauschen könnten. Das wäre am einfachsten. Wir konnten, denke ich, viel Wissen vermitteln und viele Leute dazu bewegen, mitzumachen und die Idee, freies Internet in die Flüchtlingsunterkünfte zu bringen, vorantreiben. Und ich fand unsere Gruppe, in der es um die Vernetzung der verschiedenen Helferinstitutionen ging, sehr konstruktiv und mit guten Vorschlägen. Es hat mir gefallen. Ich überlege jetzt konkret, was mir gefallen hat. Es war der aktive Austausch in meiner Gruppe. Viele Informationen mitgenommen. Ja, anfänglich fand ich das etwas zäh, weil ich nicht so ganz eine Vorstellung hatte, was mich erwartet. Und dann fand ich das sehr grobteilig erstmal und dann wurde es doch irgendwie kleinteiliger. Und zum Schluss bin ich eigentlich begeistert, weil das doch irgendwie sich alle Arbeitsgruppen zueinander finden und irgendwie von ähnlichen Problemen von der anderen Seite hereinkommt, gesprochen wird. Also es war jetzt doch zum Schluss eine recht spannende und umfangreiche Reise. Meine Erwartungen an die Helferkonferenz sind zum großen Teil erfüllt worden. Einige Dinge konnten wir nicht besprechen, macht aber nichts, dann machen wir einfach noch einen Termin. Ich glaube, die Bereitschaft war da. Ich glaube, dass die Leute einfach gesehen haben, das ist ein Thema, es ist auch ein Thema, sich zu vernetzen, sich zu treffen, sich auch mit der Politik zu treffen. Und das machen wir jetzt.